Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja. Wir sind auf Ebene 5 immer noch. Haben noch ein bisschen was zu erkunden, wie man sehen kann. Und ich habe schon ganz vergessen, was hier ist. Ach, hier ist eine Barriere. Okay. Mal sehen, wo wir hier in dieser Mission die Karte finden werden. Also die zweite Karte. Oh, jetzt sind wir hier auf der Seite. Ah, auch gut. Ah. Hier scheint auf jeden Fall was zu sein. Und ja, ich habe irgendwie immer noch nicht herausgefunden. Also ja, das wird ein Sturz in den Tod sein. Garantiert. Nö. Wir leben noch. Gerade so. Ha. Das führt hierher. Und das wird wahrscheinlich der Weg zurück sein. Okay, jetzt dürfen wir einfach außen rumlaufen. Ah, ist das ärgerlich. Und ja, die Musik in diesem Spiel macht echt Stimmung. Eigentlich nicht. Die macht das Spiel eigentlich recht unheimlich sogar. Also ich muss ehrlich sagen, ich erschrecke mich teilweise doch recht oft in dem Spiel, wenn da auf einmal Gegner um die Ecke stürmen, die ich echt nicht auf dem Radar hatte oder ähnliches. Das ist eine Tür. Und ja, wir hätten einfach erstmal das hier betätigen sollen, um die Tür zu öffnen. Warum habe ich so das Gefühl, dass hier hinter ein Boss ist? Ja, ist er auch. Kaiserlicher Kommandant. Und wieder eine Tür, die sich hinter uns geschlossen hat. Das wird langsam zur schlechten Angewohnheit. Schaut, das ist Arthur, der kaiserliche Kommandant wurde vor einigen Jahren eingesperrt. Ja, okay. Hey Boss, da gibt es etwas, das du über ihn wissen solltest. Aber wenn du es selbst herausfinden willst, sag mir einfach, dass ich still sein soll. Nein, sag weiter. Okay, er hat eine Spezialfähigkeit, die sich langsames Erzürnen nennt und seinen ausgeteilten Schaden nach einigen Minuten weiter erhöht. Es wäre also gut, wenn wir ihn innerhalb von 4 oder 5 Minuten erledigen würden, und sonst würde es die erledigt sind. Auch auf sein titanischer Schildschlag soll es zu achten, da er damit das Ziel für einige Sekunden betäubt und dann ein anderes Ziel angreift. Okay, verstanden. Seine Flucht endet hier, wir holen ihn uns. Okay, er setzt schon mal langsames Erzürnen ein. Ah, okay. Überhöhen wir ihn mal. Und hauen alles raus auf ihn, was wir raushauen können. Nein, erstmal spalten wir ihn, ha? Oh.
Da zieht jemand wieder Aggro, der keine Aggro ziehen sollte. Okay, der könnte ein bisschen arg stark sein. Den unterbrechen wir mal, den titanischen Schildschlag, dass du ja auch weiter uns anpisst, also unseren Tank. Oh. Okay. Du brauchst dringend wieder Regenerationen. Okay, weiter mit den Fähigkeiten auf ihn draufhalten. Ah, du wirfst dir mal eine kritische Trefferfiole ein. Du heil hier weiter, 30. Okay, er blutet schön, das ist gut. Heilung, Heilung. Mana. Okay, bei wie vielen Minuten haben wir ihn jetzt? Bei... Okay, knapp 3,5 Minuten hat er schon hinter sich, aber wir haben ihn schon zu mehr als die Hälfte runtergeprügelt. Okay, wir brauchen wieder mehr Heilung auf den Tank. Und mehr Damage. Schön weiter den Tank angreifen. Du hast keinen Mana mehr, das ist schlecht. Aber du bist bald tot, zum Glück.
Trink mal lieber einen Heiltrank. Okay. Nahkämpfer TD ist tot. Aber wir kriegen ihn. Oh, sie hat dadurch ein Level abgekriegt. Ah, sehr gut. Bedrohung sinken. Ein freundliches Gesicht. Ja, das ist immer gut. Das ist was unsere Heilerin, würde ich sagen. Willenskraft Ausdauer, du machst Aufmerksamkeit, kritische Chance. Ja. Und dir bringt das nicht so viel. Gut. Damit haben wir uns um ihn hier auch gekümmert. Und haben damit theoretisch... wurde den Weg in die nächste Ebene geöffnet. Ja. Gut, wir sind hier unten aber nicht fertig. Erstmal gibt's hier irgendwo ein Knopf. Garantiert. Der uns hier aufmacht. Entweder das oder das ist eine unsichtbare Wand schon wieder. Du bist kein Knopf, du bist nur ein runter Poppel. Und ich habe, wie gesagt, halt immer noch keine Ahnung, wie hier die Geheimschalter aussehen. Was ich weiß, ist, dass ich hier hinten nicht durchkomme. Genau.
Skelett. Es gibt ja auch überhaupt keinen Hinweis, wie ich da reinkommen könnte. Ich weiß nur, es gibt Nischen. Eine ist hier. Die markiere ich einfach mal mit Ends. Eine ist hier. Eine hier. Hier ist keine, hier ist auch keine, aber hier ist eine. Und hier ist eine. Was sagt eigentlich meine Schatzquest? Gerade. Okay, dieses Mal bist du fähig. Zeig mir, was du daraus machst. Lege mich unter eine Sonne an einem Platz vieler Träume. Und ich habe jetzt jedenfalls die Nischen markiert. Hier ist nur der Ausgang, an der Wand ist nichts, an der auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Ja, und hier war ich ja schon mal. So, ich lege jetzt einfach mal... Na, das wollte ich nicht. In jeder Nische etwas rein. So, jetzt habe ich schon mal in die drei was gelegt. Was war hier? Achso, nur so ein Wandteil. Hat aber noch nicht das... Hä? Achso, ich bin aus Versehen drin hängen geblieben. Auch gut. So, die Nische. Kriegt auch ein Brotleib. Naja, von Legend of Grimwalk wäre ich gewöhnt, dass das zu einfach ist. Ist es auch. Nehmen wir mal erst die zwei auf der Seite raus. Das hat schon mal nichts gebracht. Mir fallen gerade so diese Verzierungen auf. Hat das jede Nische? Scheint so der Fall zu sein. So,
So, da überkreuze ich die einfach. Also vertausche ich das einfach gerade mal. Nee, hat auch nichts bewirkt. Dann überkreuze ich die so. Hat allerdings auch nichts bewirkt.